Hallo meine Lieben, heute machen wir gemeinsam leckere und saftige Nussecken. Ich finde, Nussecken dürfen in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen. Die sind recht schnell gemacht, halten sehr lange und die schmecken einfach super lecker. Starten wir nun mit den Zutaten für den Mürbeteig. Wir brauchen Mehl und Backpulver, Eier, Zucker und zimmerwarme Butter. An dieser Stelle könnt ihr auch Margarine benutzen. Nun geben wir in eine Schüssel die Butter, Zucker und Eier hinein und vermischen das Ganze kurz. Danach kommt auch schon sofort Mehl und Backpulver dazu und dann wird das Ganze auch schon zu einem geschmeidigen Teig verknetet. Jetzt schnappt ihr euch ein Backblech und legt es mit einem Backpapier aus. Wenn vorhanden, könnt ihr als Hilfe einen Backrahmen verwenden. Den Teig in das Backblech geben und mit den Händen zurechtdrücken, damit ein ebenmäßiger Boden entsteht. Hierbei könnt ihr als Hilfe auch ein Nudelholz nehmen, dafür den Teig damit schön ausrollen und dann erst auf das Backblech legen. Jetzt den Teig mit einer Gabel mehrmals einstechen, damit die Luft beim Backen auch raus kann. So bleibt der Boden ebenmäßig und bekommt keine Wölbung. Jetzt kommen wir zu den Zutaten für den Belag. Wir brauchen Aprikosenmarmelade. Hierbei könnt ihr eigentlich jede beliebige Marmeladensorte verwenden. Ich muss aber dazu sagen, dass die Nussecken mit Aprikosenmarmelade am besten schmecken. Wer keine Marmelade daheim hat, kann die in dem Fall auch weglassen. Dann brauchen wir noch Butter, Zucker, etwas Wasser, Vanilleextrakt, ihr könnt auch Vanillenzucker verwenden. Dann brauchen wir noch gemahlene Nüsse und gehackte Nüsse. Ich benutze hierbei gerne Haselnüsse, ihr könnt natürlich andere Nusssorten oder Mandeln verwenden. Für den Belag die Marmelade auf dem Teig verteilen und glatt streichen. Dann geht es auch schon weiter mit der Nussmasse. Butter, Zucker und Vanilleextrakt in einen Topf geben und auf höchste Stufe erhitzen, bis sich der Zucker gelöst hat. Das Wasser mit den Nüssen zusammen unter die Butter-Zuckermasse rühren und dann einige Minuten köcheln lassen. Den Belag auf den Teig geben und mit Hilfe eines Teigschabers gleichmäßig drauf verteilen. Jetzt kommt der Blech bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen und wird für ca. 25 bis 30 Minuten goldbraun gebacken. Jetzt könnt ihr sofort den Backrahmen mit einem Messer von den Rändern lösen und dann vorsichtig entfernen. Nach ca. 5 Minuten, nachdem ihr das Nussgebäck aus dem Ofen geholt habt, zunächst in Rechtecke, dann in Dreiecke schneiden. Ich schneide zunächst 20 Quadrate und halbiere sie über die Ecken. Somit habe ich 40 mittelgroße Nussecken rausbekommen. Ihr könnt die Nussecken natürlich nach Belieben größer oder aber auch kleiner schneiden. Das ist ganz euch überlassen. Bevor es mit dem Verzieren weitergeht, müssen die Nussecken gut auskühlen. Zum Verzieren braucht ihr jetzt geschmolzene Schokoladenkuvertüre oder Glasur. Diese könnt ihr im Wasserbad oder in der Mikrowelle zum Schmelzen bringen. Nun könnt ihr ganz klassisch die Ecken in Kuvertüre oder Glasur eintauchen. Wer es sich einfacher machen möchte, kann mit Hilfe eines Teelöffels die geschmolzene Schokolade auf die Nussecken verteilen. Jetzt muss die Schokoladenkuvertüre nur noch aushärten und dann könnt ihr schon anfangen zu naschen. Übrigens halten sich die Nussecken bis zu 4 Wochen, wenn nicht sogar vorher schon vernascht, etwas länger frisch. Dafür beispielsweise in eine luftdichte Keksdose legen und an einem kühlen Ort lagern. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Gerne könnt ihr mir auch Fotos von euren nachgemachten Rezepten zukommen lassen.